Länderpokaltag 2. Auf dem Plan stand nichts Geringeres als das Halbfinale. Jetzt ging es um alles. Wer löst das Ticket fürs Finale? Berlin schaffte es also doch. Nach dem sieglosen ersten Turniertag gewannen die Männer in Blau mit 20:12 gegen den südbadischen HV und kamen durch das bessere Torverhältnis ins Halbfinale. Und der HV Westfalen schied aus. Ausscheiden war für diese Jungs nach dem ersten Tag aber mal gar kein Thema. Der HV Hessen gewann alle seine Spiele und wollte nun auch die Hauptstadt bezwingen. Ja, und was soll man sagen, die Hessen in Schwarz-Weiß von links nach rechts mit einer Anfangsperformance zum Dahinschmelzen. Fast jeder Ball zappelte im Netz der Berliner. Hauptstadtcoach Bob Hanning konnte das natürlich nicht gefallen, demnach die Auszeit nach gespielten 10 Minuten nicht verwunderlich. Aber auch danach Berlin nicht wirklich überzeugender. Zwar konnte das Team aus der Hauptstadt vereinzelt durch solch schöne Tore wieder aufschließen, doch alle Zuschauer in der Halle spürten, ganz rund lief es nicht. Hessen dagegen untermauerte seine Titelambitionen bis zum Ende der ersten Halbzeit und ging verdient mit 13:6 aus eigener Sicht in die Kabine. Ja, bis zur Halbzeit war die hessische Mannschaft überlegen, war sehr robust, in allen Mannschaftsteilen eigentlich sehr gut besetzt und hat eigentlich souverän gespielt. Bei den Berlinern hat man den Eindruck gehabt, man kam nicht so richtig ins Spiel, war nervös und irgendwas ist in der Halbzeitpause passiert. Genau, da passierte einiges, denn Berlin brannte mit der Unterstützung der Fans ein wahres Feuerwerk ab und kämpfte sich im zweiten Durchgang Tor um Tor heran, um schließlich eine Minute vor Schluss auszugleichen, die Lilli-Henoch-Halle am Kochen. Die anschließende Verlängerung, dann natürlich reinster Nervenkrieg. Berlin ging zwar in Front, doch Hessen wusste zu kontern und ging 10 Sekunden vor Schluss sogar mit 25:24 in Front, worauf die Berliner schlussendlich keine Antwort mehr fanden. Hessen damit im Finale. Ich denke einfach, hier waren heute zwei Mannschaften auf Augenhöhe und wir hatten vielleicht das kleine Quäntchen Glück am Ende mehr und haben vielleicht auch einfach ein bisschen mehr geackert. Ja. Wir haben auf jeden Fall viel besser gespielt als heute Morgen und gestern, vor allem in der zweiten Halbzeit oder gerade in der zweiten Halbzeit in der Verlängerung. Deswegen ist es umso bitterer, aber wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben und versuchen morgen die Bronzemedaille zu holen und einen persönlichen Abschluss zu schaffen. Hessen also am Sonntag im Finale, Berlin dagegen raus. Trotzdem braucht keiner der Spieler traurig sein, denn dieses Match war wirklich beste Werbung für den deutschen Handballsport.